Oh nein. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ehrlich, mir wäre es egal, wenn sich euer Boss als eine Art monströses, widerliches Schlammwesen herausstellt, das wie Marconi stinkt. Oh, Scheiße. Sie steht direkt hinter mir, stimmt's? Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? What? Wenn das mal nicht Randall Hicks ist. Der beste aller denkbaren Freunde. Der Ringdieb, der Raumzeitgefangene, der gefürchtetste Insasse aller Gefängnisse. Und natürlich mein Ex-Verlobter. Wie geht's denn so? Hey, sieh dir das an! Die kennen sich! Sally? Ist das so eine Art M. Night Shyamalan-Plot-Twist? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Der Ring ist mein. Hey, Boss, wir machen nur eine kleine Pause hier. Du warst auch hinter dem Ring her? Bist du eigentlich völlig verblödet oder was? Natürlich wollte ich den Ring. Ich bin die Braut. Okay, das ergibt Sinn. Ich fange nochmal anders an. Wie laufen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Tja, im Moment bin ich etwas sauer, um ehrlich zu sein. Man hat mir versprochen, dass diese Jungs hier das Beste wären, das man auftreiben kann. Aber jetzt stehen die da nur rum. Wenn man eine ordentliche Apokalypse haben will, muss man die wohl selbst besorgen, wie es aussieht. Wir machen hier nur Mittagspause, Boss. Wir sind gleich wieder voll dabei. Das solltet ihr auch. Sally, ich pack das alles nicht. Ich muss wissen, was los ist. Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Ich bin verwirrt. Du hast mit deinen ständigen Raum-Zeit-Veränderungen alles in Gang gesetzt und ich bin die Königin in dem ganzen Schlamassel. Wenn ich schon keine Hochzeit kriegen kann, will ich wenigstens eine schöne Apokalypse haben. Aber wer sagt denn, dass du keine Hochzeit haben kannst? Matt sitzt in diesem Moment auf meinem Sofa und stirbt vor Vorfreude, dich zu sehen. Stirbt vor Vorfreude? Ja, wirklich witzig, Randall. Was ist es denn diesmal? Hat er sich mit einem Pizzaroller den Kopf abgetrennt? Nein, nein, ganz und gar nicht. Er lebt und er vermisst dich fürchterlich. Das stimmt, Boss. Wir haben uns bereits um die Griffin-Sache gekümmert. Gute Arbeit, aber leider zu spät. Ich will mich nun nicht mehr binden, das war mal. Ich bin jung und mächtig. Ich will mein Leben genießen. Wisst ihr eigentlich, wie langweilig das ist, jahrelang immer wieder die gleiche Leiche in der Küche vorzufinden? Tja, eine Ehe ist so ähnlich. Aber ich werde jetzt den Ring für etwas anderes benutzen. Verstehe, aber du weißt schon, dass der verflucht ist, oder? Wieder falsch, Randall. Man muss nur lernen, mit seiner Macht umzugehen. Sieht aber nicht gerade so aus, als wärst du dabei besonders erfolgreich. Was? Ich bin sicher, eine Party wie die hier hast du noch nie erlebt. Stimmt schon, aber ich kenne dich, Sally. Und du hast ja noch nie was aus dieser ganzen Apokalypse-Scheiße gemacht. Du bist verletzt und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal warum. Ich? Verletzt? Wie kommst du auf die Idee? Tja, weiß nicht. Die ganze Lava, der ständige Schwefelgestank, sprechende Skelette. Aber vor allem spüre ich bei dir so eine gewisse Anspannung. Gut beobachtet. Aber du verstehst nicht richtig. Wie meinst du das? Lass es einfach. Wenn du nicht mal verstehst, was los ist, lass es einfach. Eben, Junge. Lass es lieber. Ein Scheiß für dich. Was habe ich da verpasst? Verdammt, Randall. Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab dich gewarnt. Was hast du erwartet? Du dachtest, all das würde sich auf irgendeine Art und Weise in Wohlgefallen auflösen? Einfach den Ring zurückbekommen und so tun, als sei nichts passiert? Du hast meinen Hochzeitstag versaut. Du hast den wichtigsten Tag meines ganzen verdammten Scheißlebens auf dem Gewissen. Was hast du denn erwartet, du selbstsüchtiges Arschloch? Sieh mal, es tut mir ehrlich leid, aber glaubst du nicht, dass die Apokalypse ein bisschen zu weit geht? Das tue ich mit Sicherheit nicht. Die Braut lässt sich nicht ficken. Sie steht genau vor dir. Sally, der Ring ist wirklich böse. Nimm den lieber ab. Böse? Und was glaubst du, bin ich? Der Ring hat dich verändert. Mag sein, aber ganz offensichtlich zum Besseren. Überhaupt nicht. Die Sally, die ich kannte, würde die Scheiße aus dir rausprügeln. Oh, da hab ich aber Angst. Grüß sie von mir, wenn du sie siehst. Und grüß auch den blöden Penner, der Matt den Ring gegeben hat. Dank euch beiden gehört die Welt jetzt mir. Ha, ha, ha. Moment mal.
Wie kannst du das wissen? Ach, komm schon, ich weiß alles. Ich hatte schon ein Auge auf den Ring geworfen, seit Matt ihn von diesem stinkenden Penner bekommen hatte. Matts Geldbeutel konnte vor mir nie irgendwelche Geheimnisse verbergen. Ich habe den jeden Abend durchsucht, seit wir zusammen waren, um sicherzugehen, dass er nicht das gesamte Geld für Schnaps- und Abwasch-Tattoos rauswirft. Das kann ich nicht gutheißen, aber erzähl weiter. Die Sache ist die. Eines Tages fand ich den Ring und ich habe mich verliebt. Vom ersten Augenblick an wollte ich ihn haben. Aber dann kamst du und hast deinem besten Freund den Geldbeutel geklaut, hast seine Hochzeit ruiniert und ihn über 2000 Mal in den Selbstmord getrieben. Du kennst die Geschichte ja. Aber am allerwichtigsten ist, dass trotz allem jetzt ich den Ring besitze. Ist das nicht toll? Oh ja, klar, toll. Einfach super. Sieh dich um. Es wird sogar immer besser. Aber sicher. Meine hingebungsvollen Untergebenen werden schon dafür sorgen. Wir? Aber das verstehe ich nicht. Warum lassen die sich von dir kontrollieren? Hat sie uns gerade Untergebene genannt? Verstehst du denn nicht? Sie fürchten mich. Sie wissen, dass man mich lieber nicht erzürnt oder sie verlieren ihre Köpfe. Ach, komm schon. Du warst ein guter Mensch. Du hast sogar Kleider gespendet und so. Du Narr. Ich bin nicht die Sally, die du kanntest. Oh. Jetzt verstehe ich. Du hast deine Tage, stimmt's? Okay. Entspann dich und ich hol dir ein Eis. Was für eine Sorte darf es denn sein? Was hast du gerade gesagt? Antworte nicht. Das ist eine Falle. Tja, also du hast ja wohl deine... Naja. Die Kommunisten marschieren ein, die Ampeln stehen auf Rot, die Maler sind im Keller. Ölwechsel, du weißt schon. Oh Mann. Oh, oh. Wie gefällt dir mein neuer Look, Randall? Du bist das allerletzte hässliche Scheißvieh, das ich je gesehen habe. Tja, zu Elaine hast du Schlimmeres gesagt. Ja, aber Elaine respektiere ich. Du bist einfach widerwärtig. Egal, mein lieber Randall. Ich hatte ja nie angenommen, dass du mir in jener Nacht freiwillig den Ring aushändigen würdest, aber du hast es getan und er ist jetzt mein. Jetzt habe ich gelernt, seine Macht zu nutzen und bin, was man so landläufig als der Teufel bezeichnet geworden. Die Apokalypse hat begonnen und ich könnte glücklicher nicht sein. Willst du mir das etwa in die Schuhe schieben? Mann, ich räume mir hinterher nicht auf. Du dumme, nutzlose Kröte. Du und ausschließlich du bist für diese Katastrophe verantwortlich. Du wirst den Rest deines Lebens mit dieser Schuld leben müssen. Nicht wirklich. Ich habe einen Fernseher, einen DVD-Player und 6 Staffeln von Sopranos bei mir zu Hause. Sally, ich bin's schuld? Mann, du hast wohl... Ich bin's schuld? What? Du hast wohl viel zu viel von dem Schwefel eingeatmet, okay? Sally, wir wissen beide, dass ich ein furchtbarer Mensch bin, aber wenigstens bin ich keine Tension hoch. Sally, wir wissen beide, dass ich ein furchtbarer Mensch bin, aber wenigstens bin ich keine Attention Whore. Es ist das verdammte Ende der Welt und du machst immer noch auf Klugscheiße. Tja, Game Over. Schachmatt, du bist am Arsch. Hey, das hier ist noch nicht vorbei. Der Abspann läuft noch nicht mal. Da kann noch einiges passieren. Braver Junge, gibt einfach nie die Hoffnung auf. Und ihr Lappen, die Pause ist zu Ende. Ich will, dass vor 5 dieser Planet zerstört ist. Los, an die Arbeit! Zerstört! Ah, hoffe, du stürzt den Vulkan, du hässliche Hexe. Also, das ist also euer Boss, ja? Ich sehe, das Betriebsklima ist nicht so besonders. Sie ist ein Tyrann! Will die ganze Welt in weniger als einem Tag zerstören! Das ist doch Wahnsinn! Wir haben auch Rechte, weißt du? Ja, und das Wichtigste davon ist das Recht auf eine ordentliche Mittagspause. Amen, Bruder. Dürfen wir überhaupt Amen sagen? Wisst ihr, wie man das nennt? Alles klar. Wie man das nennt, Jungs, ist eine Ausbeutung. Es ist Ausbeutung im Arbeitsplatz. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Wisst ihr, wie man das nennt, Jungs? Das ist Ausbeutung am Arbeitsplatz.
Na dazu auch Amen. Ja, irgendjemand musste das auch mal sagen. Das ging vielleicht ein bisschen zu weit, Hungersnot. Ihr solltet nicht unter so großem Zeitdruck arbeiten müssen. Tja, ist alles deine Schuld, Kumpel. Tja, das behauptet sie jedenfalls. Aber ich bin hier das wahre Opfer. Schweig stille, Sterblicher. Wir haben schon genug Probleme, wie du siehst. Erheische nicht auch noch unser Mitleid. Wir sind die vier apokalyptischen Reiter. Ja, obwohl Krieg bei Cinema Paradiso immer noch jedes Mal heult. Ach, halt's Maul. Die Kussszene am Ende ist sehr gefühlvoll. Jungs, das reicht jetzt. Seht mal, ich hab das alles nicht verursacht. Ich bin auch nur ein Opfer. Und offensichtlich kann mir niemand helfen. Woher weißt du das? Hast du mal jemand um Hilfe gebeten? Stimmt, das hilft normalerweise. Das könnte ich mal versuchen. Tja, und? Warte mal. Ihr redet von euch selbst? Okay, das war mir nicht klar. Reiter, ich brauche eure Hilfe. Ich versuche schon lange, alles, was dieser Ring verursacht hat, wieder gerade zu biegen. Und alles war umsonst. Ihr seid meine letzte Rettung. Wie sieht's aus? Tut uns leid. Wir haben gerade Mittagspause. Komm schon, Jungs. Uns gefällt doch die Situation auch nicht besonders. Warum helfen wir nicht ein bisschen aus? Wovon zur Hölle redest du da? Ja, wovon redest du? Willst du etwa vorschlagen, dass wir es einsetzen sollen? Was habt ihr mit mir vor? Wir fressen dich auf, wenn du nicht die Klappe hältst. Aber ihr wollt es einsetzen? Ja, natürlich nicht für umsonst. Er muss etwas für uns tun. Zum Beispiel was zu essen besorgen. Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Kann mir mal jemand sagen, um was es hier eigentlich geht? Oh, ich erklär's dir. Weißt du, wir kennen da ein uraltes, mystisches Geheimnis, das alles in einem Augenblick wieder ins Lot bringen könnte. Und alles wäre dann wieder normal? Keine Flüche, keine Selbstmorde, kein Ende der Welt? Das ist korrekt, ja. Na dann, worauf warten wir? Wollt ihr lieber Orangensaft oder Ananas? Rührei oder Spiegelei? Nicht so schnell. Was denn? Habt ihr eine Glutenunverträglichkeit oder was? Sagen wir mal, unsere Geschmacksknospen sind etwas eigentümlich. Wir essen nur leicht angebratenes Menschenfleisch. Je frischer, desto besser. Dann ist es zarter, weißt du? Das heißt, wir essen nicht irgendeine dahergelaufene, verfaulte Leiche oder so. Wir brauchen Frischfleisch. Irgendwas, was noch atmet. Heißt das, ihr wollt mich essen? Tja, wenn's dir nichts ausmacht. Uns soll es recht sein. Das Mittagessen ist gerettet. Brühe, ratet mal. Bevor wir uns jetzt schon die besten Stücke sichern, sollten wir uns fragen, wie wir ihm denn helfen wollen, wenn wir ihn aufgefressen haben. Guter Punkt. Ich nehme die Hüfte. Mir fällt sicher was ein, das zu aller Zufriedenheit ausfällt, besonders eurer. Ich muss nur ein paar Strippen ziehen und ich bin sofort mit eurem Mittagessen wieder da, okay? Du solltest nicht versuchen, uns auszutricksen. Ich weiß, wo du wohnst. Und verschwende keine Zeit mit Fremden, ja? Du meinst so Fremde wie ihr? Och Himmel nochmal, uns kennst du doch. Wir waren in Tausenden von Filmen. Naja, gar nicht mal in so vielen. Oh, echt? Aber ich dachte... Tut mir leid. Ja, ich sollte vielleicht... Du solltest vielleicht los und unser Mittagessen besorgen. Ja, stimmt. Ich hol euch mal was zu essen. Entschuldigung, Todestypen. Mein lieber Junge, je länger du hier bleibst, desto ärger zu besorgen. Und okay. Denk dran! Die kann ich wohl nicht einfach so nehmen. Ist hier noch was? Klimaanlage, der Tod, Krieg, Pestilenz, Hungersnot. Ich kann nicht einfach die Flasche nehmen. Okay. Leiter. Es muss ein Best. Okay, gehen wir runter? Ich gehe Leuten nicht gern. Kann ich einfach los? Okay, ich kann einfach losgehen.
ETF, Alter. Hallo, welch wunderschöner Tag. Du siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Ich dachte, ich wäre verflucht. Du verdammter... Ich verdammter was? Glaub bloß nicht. Was ist los? Sind dir die Fernsehweisheiten ausgegangen? Wenn ein Mann nach Antworten sucht und er sich dabei wirklich mühe. Oh, der war neu. Das Ende fand ich besonders gut. Ein Leben wie dieses ist eine Qual. Oh, ich bin sicher, du hast es verdient. Weißt du, Karma und so. Oh, mein Freund. Geht's dir heute nicht gut? Nicht so gut. Ich habe mich nie schlechter gefühlt. Ja, glaube ich dir. Das ist schlimmer als die Hölle. Ich würde alles nehmen, damit es mir besser geht. Ich glaube, du fühlst dich nicht besonders gut, oder? Du bist ja ein Blitzgescheiter. Weißt du, wenn ich du wäre, wäre ich nicht so frech. Du bist nicht in der Position, sich über jemand anders lustig zu machen. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich verrecke. Ja? Du siehst jetzt schon so ein bisschen verreckt aus. Ich bin nicht tot. Ich muss mich nur etwas aufrichten. Und ich muss mir neue Schuhe kaufen. Die Welt ist einfach nicht perfekt, mein Freund. Besonders heute. Wenn du mir hilfst, besorge ich dir den Ring zurück. Ja, klar. Glaubst du, ich bin so blöd? Du hattest die Chance, alles wieder gut zu machen, aber stattdessen hast du mir den Ring geklaut und mich unter Strom gesetzt. Also fick dich. Jeder hat das Recht auf falsche Entscheidungen. Aber was passiert, Mann, ehrlich, lass mich mit deiner billigen Fernsehphilosophie in Ruhe. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Ich hab dich nicht verscheißert. Der Ring ist einfach zu mir gekommen. Ja klar, wenn du einen astreinen Diebstahl mit deinen eigenen dreckigen Händen so nennen willst, du Business-Penner. Du verstehst nicht. Er gehört mir. Ja, und jetzt hast du ihn wieder verloren, fürchte ich. Weil du ihn mir weggenommen hast und ihn verloren hast. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls daraus gelernt, dass man dir nicht vertrauen kann. Das und wenn man einem Penner eine elektrische Ladung verpasst, riecht er nach gegrillten Sardinen. Hast du heute noch was vor? Tja, wenn ich mich in einer halben Stunde noch so mies fühle, reiß ich mir wohl die Eingeweide raus. Wenn's nur ein bisschen hilft, dieses miese Gefühl loszuwerden. Ja, ich weiß nicht. Wenn's dir echt so übel geht, warum gehst du dann nicht einfach zum Arzt? Im Ernst? Nee, wollte nur mal sehen, wie du reagierst. Sehr lustig. Ich erwäge ernsthaft, mich in die Lava zu stürzen. Ach, komm schon, Mann. Mach das nicht. Du hast doch noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist so mies. Das,
kann ja nicht dein Ernst sein, oder? Da hast du recht. Sieh mal, die Welt geht den Bach runter und um ehrlich zu sein, bist du mir scheißegal. Ich hab zu tun. Ja. Wenn du mir nicht helfen willst, dann verpiss dich einfach. Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? Den Augapfel kann ich nicht nehmen. Kann ich ihm vielleicht... Hier, willst du einen Becher? Nein. Oder willst du einen Kaugummi? Das würde ich... Okay. Kann ich noch mit der U-Bahn fahren oder so? Ich schätze nicht, oder? Murray. Nee. Mit Murray reden wir jetzt nicht noch, Leute. Ich würde sagen, wir beenden hier die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, bewertet die Parts. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!